Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos mit Melanie und Angelo. Und heute haben wir ein ganz kleines, schönes Spiel im Gepäck für euch. Und zwar Kingdom Run von dem Autor Eric Claverie und bei Encamer erschienen. Genau, das Ganze ist für 2 bis 4 Personen. Und es geht darum, dass alle 100 Jahre in dem Königreich Evala, heißt es glaube ich, ein Wettrennen von allen 4 Clans stattfindet. Und der Gewinner darf den neuen König stellen. Im Spiel selber geht es darum, dass jeder die Rolle von einem dieser Clans übernimmt. Und das Ganze ist ein Rennspiel auf einem flexiblen Board. Und wie das jetzt abläuft, zeige ich euch in einem kurzen Regelvideo und dann sehen wir uns auch schon zum Fazit wieder. Ich zeige euch hier das Setup für eine 4-Spieler-Partie von Kingdom Run. Baut zunächst eine Strecke aus allen Streckenteilen. Es ist darauf zu achten, dass 3 Seen auf dem Spielplan zu sehen sind und am Ende das Ziel und am Anfang der Start. Die Spielplanteile sind doppelseitig, so könnt ihr immer verschiedene Variationen der Strecke aufbauen. Danach platziert ihr ganz hinten den 6-Punkte-Marker, hier den 5-Punkte-Marker, den 4-, 3- und 2-Punkte-Marker. Je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, teilt ihr die Münzen in gleiche Stapel aus. In meinem Fall 4 Spieler, a 3 Münzen. Egal, ob ihr zu zweit, zu dritt oder zu viert spielt, ihr platziert immer alle 4 Spielfiguren der 4 Clans auf dem Spielbrett. Danach suchen sich die Spieler eine Spielerfarbe aus und dann kann das Spiel losgehen. Der jüngste Spieler wird Startspieler und würfelt dann einmal seine 4 Würfel. Er hat jetzt die Möglichkeit, wenn ihm das Würfelergebnis nicht gefällt, beliebig viele Würfel noch einmal neu zu werfen. Ich möchte diesen und diesen neu würfeln. Und dann muss er aus diesen Würfeln sich die Aktionen wählen. Ich erkläre euch jetzt die 4 Symbole, die ich hier gewürfelt habe und dann die restlichen Symbole, die es hier noch auf den Würfeln gibt. Das erste Symbol ist der Stiefel und der lässt uns nach vorne laufen. Ich darf, wenn ich der grüne Spieler bin, entweder ein freies Feld nach vorne laufen, ich darf aber auch beliebig viele andere Mitspieler aus meinem Feld mitnehmen und sie immer ein weiteres Feld liegen lassen. Der Vorteil ist, wenn ich die Mitspieler mitnehme, dass ich meine Spielfigur weiter nach vorne bringen kann. Wie ihr jetzt seht, bin ich an erster Stelle und auch schon 4 Felder weit gelaufen. Hätte ich mich nur alleine bewegt, würde ich immer noch hier stehen. Das Symbol mit dem Schlaftrank lässt mich eine gegnerische Spielfigur einschlafen. Dafür drehen wir die auf die Rückseite und um diese zu aktivieren, müsste mein Mitspieler ebenfalls einen Trank ausgeben, um ihn wieder aufzuwecken. Achtet darauf, hat ein Spieler bereits 3 Figuren schlafend oder Spielfiguren im Ziel, dürfte die 4. Spielfigur dieses Spielers nicht mehr schlafen schicken. Dieser Würfel erlaubt es mir, Münzen zu stehlen, und zwar eine Münze von einem beliebigen Mitspieler. Angenommen, das hier ist rot, dann nehme ich eine Münze hier in meinen grünen Vorrat. Dann haben wir hier den Tropfen. Den Tropfen kann ich einmal einsetzen, um mich mit einer Spielfigur in den nächsten See zu verschieben. Damit kann ich eine schöne lange Distanz überbrücken. Oder ich benutze diesen Würfel und das ist die einzige Möglichkeit, um aus den Seen wieder rauszukommen, um mich quasi mit einem Schritt ans Ufer zu bewegen. Ich erkläre euch jetzt noch schnell die anderen 2 Symbole, die es gibt. Zum einen haben wir hier diesen Catch-Up bzw. Enter-Haken. Der erlaubt es mir, wenn ich ihn ausgebe, mich an den nächsten Spieler heranzuziehen. Ich mache mal kurz als Beispiel mit dem roten Spieler weiter. Er hat hier einen Wassertropfen gewürfelt, damit befreit er sich aus dem See. Und dann setzt er diesen Enterhaken ein und damit zieht er sich zu dem nächsten Spieler, der vor ihm ist. Ihr seht schon, damit könnt ihr ebenfalls große Strecken überwinden. Dann kommt das nächste Symbol und das ist dieses Ist-Gleichzeichen. Ihr dürft im Spiel immer nur eine Aktion zweimal machen. Ihr hättet als Beispiel 3-mal diesen Stiefel gewürfelt. Somit dürft ihr euch nicht 3-mal bewegen. Ihr müsstet also diesen Würfel verfallen lassen, außer ihr habt dieses Ist-Gleichzeichen. Damit könntet ihr, ich mache diesen Fall gleich mal, das ist dann das beste Beispiel, diese Würfel stehen für sich selber. Wenn ich quasi diesen Würfel mit diesem Würfel einsetze und diesen mit diesem, also die Kopie mache, darf ich 4-mal die Bewegungsaktion machen. Das Spiel endet, sobald alle diese 8 Zielplätze belegt sind. Und danach kommt die Punkteauswertung. Ihr schaut, wo die Spieler ihre Spieler liegen haben. Der grüne Spieler würde hier für den ersten Platz 13 Punkte bekommen, für diesen Platz 10 Punkte. Dann schauen wir noch, in welcher Zone wir uns befinden. In dieser Zone ist grün nicht vertreten. Hier ist er 2-mal vertreten, das heißt, er bekommt nochmal 10 Punkte und das war's. Ihr zählt die Punkte zusammen, inklusive der Münzen. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel. So, wie ihr gesehen habt, ist Kingdom Run wirklich ein Wettrennen.
Und wie funktioniert das Wettrennen? Ganz einfach über Würfel. Genau, die Würfelmechanik macht das Spiel auch als super leichten Einstieg für wenig Spieler, Familien, Kinder und Jugendliche oder einfach mal nach einem langen Spieleabend als netten Absacker, weil das Spiel selber hat uns wirklich gut gefallen. Wir waren echt überrascht, was in dieser kleinen Box doch an Spielspaß für uns drin war. Genau, und da sind wir schon. Das ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Eine kleine Packung kann man überall mit hinnehmen, als kleinen Door-Opener auch. Und da kommt ganz viel Freude und Spaß beim Spielen auf den Tisch. Es macht jedem Spaß, ob jung oder alt, es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Genau, die Mechanik mit diesen Plättchen, dass ich immer ein bisschen mehr Vorteil bekomme, wenn ich meine Mitspieler quasi auch einen Vorteil gebe, indem ich sie mitnehme, finde ich richtig clever gemacht, weil es ist nicht so wie in anderen Spielen, ich habe eine 4 und darf in 4 Felder weit laufen, ich habe eine 2, darf nur 2 laufen, sondern hier muss ich immer abwägen, wie viel Positives nehme ich mit und was gebe ich meinen Mitspielern mit. Oder es bringt auch nichts, nach vorne zu rennen, weil dann kommt irgendeiner mit dem Enterhaken und zack, ein Würfel benutzt, ist er schon wieder an mir dran. Dann läuft er an dir vorbei und zack, hat er sich die höchste Punktzahl geschnappt im Ziel. Also es hat echt viel Taktik oder überraschend viel Taktik für so einen... Richtig, richtig. Vielleicht manchmal ist es auch sinnvoll, ins kalte Nass zu springen, einfach damit man weiter nach vorne kommt. Ja. Es ist wirklich super toll und gestern haben wir festgestellt, es gibt auch Bubu-Zeit. Bubu-Zeit, ja. Wenn man die Trendgeber macht, ist das Bubu-Zeit. Und das ist aber jetzt die Bubu-Zeit offiziell. Es wird in der Regel noch geändert, glaube ich. Das ist der Bubu-Würfel. Alles in allem hat uns Kingdom Run wirklich gut gefallen. Wie gesagt, wir hatten, als wir die Verpackung gesehen haben, diesen knuffigen Artwork, ich hole sie gerade nochmal vor, dachten wir, das ist wirklich so ein Kinderspiel für 4, 5, 6-Jährige. Das Spiel ist ab 7. Ab 7, genau. Aber wir Erwachsenen hatten mit dem Spiel auch richtig, richtig Spaß. Wie gesagt, es ist schön taktisch, es geht schnell, es ist hübsch illustriert, es hat einen variablen Spielaufbau, es hat so ein bisschen Take-Dead-Elemente mit dem Geld stehlen. Aber der, wo stiehlt, wird nachher auch wieder bestehlt. Also überlegt, bestohlen. Überlegt euch also gut, wem ihr schadet, weil vielleicht stehlt ihr Geld und der andere legt euch dann schlafen. Und ihr kriegt Bubu-Zeit. Genau. Ja, das war's von uns. Genau. Klein, kurz und knackig, so wie das Spiel. Uns hat super gefallen. Vielleicht kennt ihr ja Enkama Game. Oder Enkama, den Verlag. Ich finde, er macht ganz tolle Spiele, hat uns echt super gefallen. Auf jeden Fall. Wir haben auch jetzt hier Tales of Glory gemacht, haben ein Video, schaut es euch an. Auch ein tolles Spiel, auch ein Familienspiel. Richtig. Und dann sagen wir einfach auf diesem Weg Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.